Ja, herzlich willkommen. Es ist sehr schön, dass es so Anklang findet. Ja, ich muss vielleicht sagen, von meiner Ausbildung her bin ich Neutestamentler. Aber wer neu sagt, muss immer auch alt sagen. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Von daher sage ich eigentlich lieber, Bibliker zu sein, was eigentlich irgendwie dann jede und jede Getaufte von sich sagen können, darf, soll, muss. Je nachdem, wie wir das formulieren. In Ihren Erwartungen ist das zum Ausdruck gekommen, dass die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, Schwester Maria hat eben das Wort von der Wurzel gebraucht, Paulus sagt im Römerbrief an einer Stelle, natürlich vom Judentum und in diesem Sinn vom Alten Testament, das es zu dieser Zeit so gefasst noch nicht gab, die Wurzel trägt dich. Und wenn uns das neu aufgeht, dass wir getragen sind, dass wir nicht, manchmal kann man ja den Eindruck haben, auch in der Gemeinde, in der Kirche und jetzt mal unabhängig gesehen von der Konfession, das Rad neu erfinden müssen und sagen, was sollen wir denn jetzt noch machen? Wir treffen uns und so. Es gibt eine Vorgabe und die Vorgabe findet sich zunächst zentral hier in diesem relativ dicken Buch, von dem ja viele sagen, und das ist ja nichts Schlimmes zu sagen, es ist schwierig, ich stehe wieder Ochs vom Berg, es erschließt sich mir nicht, ich rege mich auf, wenn ich etwas lese oder manches tröstet mich. Das ganze Spektrum ist da. Und ich will versuchen, mit Ihnen so auf Entdeckungsreise zu gehen. Und immer wie das bei Entdeckungsreisen ist, muss man sich ein wenig vorbereiten. Das Wetter ist zwar im Moment noch nicht danach, dass wir uns warm anziehen müssen, aber bei so einer biblischen Entdeckungsreise muss man schon ein vernünftiges Gepäck haben. Man kann nicht einfach da hineinstolpern und sagen, komm, das machen wir jetzt mal. Dann kann es sein, dass man schon an der Anfangsstrecke irgendwie verhungert oder plötzlich merkt, man hat die falschen Möbel dabei. Deshalb will ich versuchen, in so einer kleinen, im ersten Teil heute Morgen, in so einer Anwärmphase einmal zwei Zugänge zu schaffen. Das erste ist eigentlich ein Zufallsfund aus der Zeit. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Keith Jarrett etwas sagt. Das ist einige nicken wenigstens, bin beruhigt. Das ist eigentlich einer der bekanntesten Pianisten, der auf, im Grunde genommen nicht spezialisiert ist. Also eigentlich Jazzpianist, hat aber ganz viel in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel Klassik eingespielt. Interessanterweise, also Mozart-Konzerte eingespielt, viel Bach gespielt. Und der hat sich einen Namen gemacht durch Improvisationskonzerte, die inzwischen geradezu legendär sind. Also eines der ältesten ist das sogenannte Köln-Konzert, dann Paris-Konzert, Tokio-Konzert und jetzt zum Schluss war New York Carnegie Hall dran. Dann setzt er sich an das Ding, an den großen Konzertflügel und spielt eine Stunde. Und zu dieser Aufnahme, die wird natürlich immer dann mitgeschnitten, wird anschließend natürlich auch verkauft, also sie bekommen die. Ich bekomme mal keine Prozente, also wenn ich da Werbung mache oder das aufschreibe, ja, weder das Kloster noch ich verdiene daran, leider. Aber trotzdem kann man sinnvolle Dinge ja empfehlen. Aber diese Besprechung, die in der Zeit zu diesem kreativen Prozess eines solchen Konzertes, was sich jemand an ein Instrument setzt und loslegt, erschienen ist, die fand ich interessant, auch als Einstiegsbemerkung in unsere Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Der Rezensent schreibt da, es gibt ein Pianistentrauma. Wenn der Tastenheld die Bühne betritt, dann sieht er den großen Steinway-Flügel, ein libidinöser Anblick, Versagensangst eingeschlossen. Keith Jarrett ist nicht so leicht zu erschrecken. Er ist ein Verrückter. In dem Sinn, wie man Franz von Assisi einen Pazzo genannt hat, als er vor rund 800 Jahren seine Kleider ablegte und nackt vor seinem wutschäumenden Vater stand. Keith Jarrett wagt für diese Breitengrade weit Unerhörtere. Er entblößt sich seines Denkens und sagt den Satz, ich weiß, weil ich nicht denke. Ich weiß, weil ich nicht denke. Wir Europäer, die wir die Halbedelsteine Ratio und Aufklärung so stolz am Revers tragen, erschauern bei diesem Satz. Dass mit dem kleinen Einmaleins in der Musik nicht viel anzufangen ist, sondern das kaum Fassbare eine wesentliche Rolle spielt, ist nichts Neues.
Und dann geht er kurz auf den Jazz ein, der ja immer ein Improvisator ist. Aber alles, was man gelernt hat, einmal zu vergessen. Ich weiß, weil ich nicht denke. Und am Schluss sagt der Rezensent, er endet mit dem Satz, aus dem Flügel steigen jetzt True Blues und My Song, wunderbar. Keith Jarrett versetzt mich in außerirdische Gefilde. Gott ist nicht weit. Also ein Konzert in der Carnegie Hall geradezu als spirituelle Erfahrung, wenn Sie so wollen. Darauf kommt es mir jetzt nicht an, zu sagen, ach gut, wir setzen uns jetzt alle hier hin und dann... Aber was man vielleicht braucht, um sich der Bibel noch einmal zu nähern, noch einmal einen neuen Anfang zu machen, so wie wir ja im Advent auch, wenn das auch ein bisschen künstlich ist, ein neues Kirchenjahr anfangen, wenn man vom Kirchenjahr sprechen will. Die größte Hilfe wäre vielleicht zunächst einmal alles zu vergessen. Ich weiß, weil ich nicht denke. Das ist ein spannendes Experiment.